Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundskrab. Und wenn ich mich mal so drehe, so und so und dann nach oben, dann sieht er hinter mir jemanden. Und das ist der Powerplayer. Grüß dich, Powerplayer. Heute mal nicht stumm. Ja, genau. Ich kann sprechen. Er kann wieder sprechen. Er hat seine Sprache wieder gefunden. Hat sein Schweigegelübde gebrochen, sozusagen. Und ich schalte jetzt mal wieder in die normale Perspektive. Schön, dass du da bist. Du bist gekommen, natürlich, um hier deine Redstone-Anlage zu vervollständigen, habe ich gehört. Ja, das immer gut. Auf dem Sprung. Immer auf dem Sprung. immer auf dem Sprung. Ich muss ganz kurz noch was erklären für die Community, damit die wissen, wie es hier mit dem Spiel weitergeht. Die erste Runde ist ja nun überstanden, sozusagen. Wir haben einer von diesen roten Blöcken ist richtig an der richtigen Stelle. Und jetzt möchte ich euch auffordern, die nächste Tippreihe zu starten. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder tippen, die Farben, was ihr glaubt, was der Schlangenzungen-Nick getippt hat, also welche Farben er hier unter verborgen hat. Wir wissen, unter einem dieser Blöcke ist ein roter. Wir wissen aber noch nicht, unter welchen dieser Blöcke ein roter ist. Das sagt uns die eine rote Fackel, das heißt nämlich richtig, also die richtige Farbe, an der richtigen Stelle, aber nur einmal, ne? Und da alle auf allen Stellen sozusagen rote Blöcke sind, ist es natürlich automatisch so, dass ein roter Block davon aus an der richtigen Stelle ist. Jetzt überlegt euch ganz genau euren nächsten Zug. Und was ich nochmal ganz deutlich erwähnen möchte, ist, dass ihr, wenn euch ein Tipp von wem anders gefällt, dass ihr den dann mit einem Daumen hoch, das heißt unter dem Kommentarfeld, da sind zwei Daumen, der eine zeigt nach oben, der andere zeigt nach unten. Den nach unten könnt ihr gepflegt ignorieren, den nach oben, da müsst ihr draufklicken und dann bekommt der, steht da, wenn er vorher 0 stand, steht er eine 1. Das heißt, er hat einen Daumen hoch bekommen. Habe ich das gut erklärt, Powerplayer? Ja, ne? Ja, natürlich. Okay. dann hat er einen Daumen hoch. Damit könnt ihr halt eure Zustimmung für einen Tipp von jemand anders äußern. Und es ist ganz wichtig, dass er das macht, damit ich dann hinterher auswählen kann, welcher Tipp die meisten Daumen hoch hat. Den nehmen wir nämlich dann von allen Tipps. Wenn Gleichstand ist, dann wird der genommen, der eher eingesendet wurde. Okay, Freunde, strengt euch an, legt euch ins Zeug. Ihr habt eine Information bisher, das ist nicht viel. Und morgen, beziehungsweise übermorgen, denn heute haben wir ein bisschen was vor, wir beide hier. Übermorgen ist dann die nächste Auflösung angebracht. Dann gucken wir mal, ob Nick bis übermorgen dann schon hier irgendwie aufgekreuzt ist und uns gesagt hat, wie viel wir richtig haben oder auch nicht oder auch gar nicht. Okay, jetzt können wir uns aufmachen, Powerplayer. Wir können ja auch hier die Treppe runtergehen, brauchen wir ja nicht immer springen. Ich folge dir unaufhörlich. Ja, was macht denn so der Quallenkopf überhaupt? Wir haben uns ja nach der Community-Aktion, also nach der Schlacht gegen den Schwarzen Drachen, gar immer nur kurz gesehen und da hast du immer nichts gesagt. Ach ja, ich brauchte mal ein bisschen Ruhe, meine Stimme, ich war so heiser und ja. Weiß ja. Also ja, ich habe ein bisschen zu viel Salzwasser in den Mund bekommen, glaube ich. Und okay. Das kann aber auch sein, dass sowas nennt man auch Drachenschock. Wenn man gegen einen Drachen gekämpft hat oder einen Drachen auch nur gesehen hat, der ist ja ein hochmagiebegabtes Wesen, dass man dann ein paar Tage später einfach gar nichts mehr sagen kann, dass man kein Wort mehr aus der Kehle kriegt. Das kann das auch gewesen sein, eventuell. Interessante Theorie. Ja, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ja, na, wir wissen es nicht genau. Vielleicht hat es auch einfach nur keine Lust zu reden. Hat man ja auch manchmal, ne? Ja. So als gerade als Bürgermeister oder Unterwasserstadtverwalter. Genau, manchmal braucht man eben seine Ruhe. Ja, wir haben zwei Hunde hier. Ich glaube, das war in der letzten Aufnahme gar nicht mehr drin. Die sind nämlich dann hier hinterher geteleportiert. Einmal hier ihn. Der sitzt hier am Turm, passt auf, dass hier keine Zombie-Naut und sowas durchkommen. Und dann den anderen, und der hat Hämorrhoiden und deshalb sitzt er auf dem Herd, damit er die wegkriegt. Allerdings, den müssen wir auch anmachen, weil sonst bringt das ja auch alles nichts, ne? So, und da packen wir jetzt irgendwas rein, damit er sich so ein bisschen den Pöter wärmen kann. Doch. Ah, seht ihr, da geht's schon los. Oh, wunderbar. Ich ergänze das Ganze nochmal ein bisschen. Gebrannten Stein können wir immer gebrauchen. Ja, Powerplayer, ja. Ich würde sagen, du baust unten an der Mechanik weiter für unsere automatische Brücke hier. Ja, und das ich glaube, machen. Ich würde die dann ganz gerne, dass wir hier irgendwie so einen Hebel haben. Hier, ja, auf der rechten Seite. Ja, ich hatte mir auch schon überlegt, ob man hier noch so einen kleinen Eingangsbereich macht, sozusagen, also das noch so ein bisschen abgrenzt, so. Mhm. Vielleicht sogar bis zur Mitte, bis hierhin so. So sieht das auch ganz schick aus. Dann kommen nämlich die Leute, kommen dann hier so rein, wenn sie durchs Tor gekommen ist. Das heißt, wenn sie alle Sperren überwunden haben. Hier könnte man auch noch so Dispenser mit Pfeilen und sowas drauf machen, aber dann müsste hier der Hebel hin.
Okay. Da müsstest du hier lässt sich machen. Lässt sich machen, ne? Ja. Wusste ich doch, dass du das hinkriegst. Hier könnte man vielleicht auch noch Halbstufen draufsetzen. Dann könnte hier auch keiner rüberspringen. Na? Ja. Das wäre dann auch ganz nett. Und dann kommt hier unser Wachhund hin und hier könnte man eventuell dann so ein Zauntor hinmachen oder irgendwas. Kannst du ja nochmal überlegen. Vielleicht fällt dir was ein. Während wir nämlich jetzt ganz fleißig da oben an dem Turm weiterbauen. Ich habe da schon mal angefangen. Der Powerplayer meinte gestern zu mir, als er seine Sprache wiedergefunden hatte, dass das Schwarz oben von dem Lehmstein, war mir auch so, dass es ein bisschen zu bräunlich ist. Das geht ein bisschen ins Braune. Kann auch Einbildung sein. Und vielleicht werde ich da tatsächlich am Texturenpack nochmal ein bisschen was rumschrauben, dass das ein bisschen dunkler noch wird. Eine ganz kleine, eine Nuance, sagt man ja auch. Okay, Freunde, wir nehmen uns das ganze Kram mit, was wir brauchen. Das ist einmal Wolle und das ist natürlich hier schwarz gefärbter Lehm. Wir können nochmal hier ein bisschen Lehm schwarz färben. Ich glaube, uns fehlt dann auch vielleicht eventuell sogar noch Lehm. Hast du eigentlich noch Lehm im Quallenkopf? Ja, aber glaube ich nur weißen noch. Obwohl, okay, ein bisschen gebrannten habe ich auch noch, ein paar, okay, Stacks. Ja, hört sich interessant an. Ja, ich hab so ein bisschen Vorrat. Ja. Als Lehmkönig muss man ja immer etwas haben. Ja, genau, Lehmkönig, das vergesse ich immer wieder, stimmt. Als Lehmkönig muss man immer ein bisschen Lehm auf Tasche haben. Dann wollen wir dem Lehmkönig natürlich auch nicht sein Lehm wegnehmen. Man kommt jetzt übrigens hier, ich habe das mal ein bisschen geändert, man kann jetzt hier so hochklettern und kann hier jetzt aussteigen. Man kann hier in der mittleren Etage aussteigen. Deshalb ist das auch hier so drei Block nach außen gesetzt, der Unterbereich. Und dann ist man hier in dem Wachraum. Hier soll nämlich mal der Wachraum rein. Hier ist schon ein Bett von einer Wache, die noch nicht eingezogen ist natürlich. Ist ja alles noch Rohbau. Da haben die hier nichts zu suchen. Und dann kann man hier nach ganz oben. So, und hier müssen wir jetzt weitermachen. Und da müssen wir uns jetzt genau überlegen, wie wir das machen. Ich habe hier dummerweise schon Lehmblöcke hingesetzt. Die müssen hier ja gar nicht hin. Wir werden auf jeden Fall noch schwarzen Lehm brauchen. Glaube ich. Wir werden da nicht ganz mit hinkommen, mit dem, was wir bis jetzt so angesammelt haben. Ja, aber ich denke mal, ich denke mal, da kriegen wir noch was zusammen. Wir haben ja noch Tintensäcke, haben wir ein paar da. Ach so, Powerplayer, mein lieber Freund, das hatte ich dir gestern gar nicht gesagt. Ich hatte mir mal bei deinem Marktstand, den du ja hier in Hunsgrab hast, ein wenig Tintenbeutel ausgeliehen. Ich glaube, 17 Stück waren das. Also alle, die du hattest. habe aber auch bezahlt und zwar mit Lapis Lazuli. Ich denke, das geht in Ordnung, oder? Lapis, ja, Lazuli, definitiv. Ist ja, ne? Also 17 Lapis Lazuli hast du dafür gekriegt. Ich denke, da hast du einen guten Handel mitgemacht. Ja, denke ich auch. Ja. Alles in Ordnung. Ja, die Schlacht gegen den Schwarzen Drachen ist vorbei. Der Kult ist natürlich jetzt erstmal still. Das war auch nicht anders zu erwarten. Da kommt erstmal nichts mehr von den Jüngern des Drachens. Die werden sich wahrscheinlich jetzt erstmal alle verstecken, weil sie natürlich jetzt Angst haben. Kommt da vielleicht noch mehr? Werden wir sie jetzt noch irgendwie ausfindig machen? Die wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass wir noch ganz andere Probleme haben, nämlich jetzt aktuell mit dem Schlangenzungen-Nick, dem Piraten, der unsere Dorfbewohner entführt hat. Ja. Und da ist es erstmal ziemlich ruhig geworden um den Kult herum. Aber ich denke mal, das wird es nicht gewesen sein, oder was meinst du, Powerplayer? Das denke ich auch nicht. Also da kommt bestimmt noch was, aber das wird wohl noch eine Weile in Anspruch nehmen. Ja, das hoffen wir mal. Die müssen sich ja jetzt erstmal neu formatieren, denke ich. Und ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich alle untereinander so kennen und wie das überhaupt strukturiert ist. Wir haben da noch nicht viel rausfinden können über den Kult. Ja, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, die werden jetzt erstmal ruhig sein, wie schon gesagt, aber das wird es noch nicht gewesen sein. Das ist noch nicht das Ende, da kommt bestimmt noch was. Da haben wir noch mit einigen zu rechnen. Und wir gehen die Arbeiten voran da unten. Hast du hier noch Redstone irgendwo rumliegen? Nein. Ich habe aber neulich irgendwo Redstone gesehen, in irgendeiner Kiste. Guck doch mal, Moment, lass mich mal. Guck mal hinten bei der Hilfe Mojang. In der Kiste, in den äußeren Kisten, also draußen in den Kisten, da müssten noch Redstone sein. Hier draußen? Also hinten bei der Zeche, ne? Zeche Mojang. Ach so, okay. Ja, da ganz hinten, da hinter dem Gebäude, da sind so ein paar Kisten. Und wenn ich dann eventuell in einer der Kisten in der Kaue, irgendwo da habe ich sowas gesehen. Ja, da müssten noch welche sein. Schwarze Wolle brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Naja gut, müssen wir ein paar schwarze Schafe uns anlegen. Und die da, es wird schon fast wieder dunkel. Wir sind aber schon auf der richtigen Höhe hier. Ja, dann mache ich die Reihe noch fertig und dann denke ich mal, werden wir uns erstmal ins Bett legen.
Ja, in der nächsten Folge, also gleich morgen, haben wir noch ein bisschen was Spezielles vor. Deshalb gibt's auch dann morgen keine Neuigkeiten vom Superhörnispiel. Aber ich kann euch verraten, es gibt was ganz anderes Tolles auch. Leitern habe ich mit. Okay, das ist gut. Leitern habe ich mit. Ich könnte ja auch versuchen, genau hier unten ins Loch reinzuspringen. Das würde ich ja dann auch überleben, oder? Oh, nee, oder auch nicht. Also überlebt habe ich's. Also ich bin noch nicht tot, aber es hat trotzdem wehgetan. Ich wollte in diesen kleinen Einerschacht springen. Ja, war wahrscheinlich ein bisschen übermütig. Weißt Übermut tut selten gut. du? Ja, genau. Oh, hier wird schon mächtig gearbeitet und gepennt wird hier auch schon. Wir müssen uns beeilen. Ups. Wir müssen uns eilen. Und der Hund freut sich, der hat einen schönen warmen Pöter, der Köter. Ein neuer So. Tag im Hundsgrab. Und hast du den Redstone schon gefunden? Ja, habe ich gefunden. Oh, siehst du? Dann hat das sogar gestimmt. Wir müssen uns überlegen, wie wir das hier innen machen. Mit den. Ja, ich zeige euch das gleich mal. Am besten, man zeigt das immer, das ist besser, als wenn man es erzählt. Wir müssen hier raus. Da muss ich mich erst jetzt dran gewöhnen. Naja. Dann können wir diese Schächte, die können wir dann im Grunde zumachen. Die sind fast überflüssig. Man kommt hier zwar auch noch hoch, ne? Das, noch geht das. Aber später wird dieser Weg mal verbaut sein. Ups. Uah. Das ist ja fricklige Springerei hier. Okay. Hier zwischen. Da würde ich natürlich dann hier irgendwo das dicht machen. Ja. Aber wir können erst nochmal die nächste Reihe hochziehen. Haben wir dafür noch genug Krams dabei? Nein. Wir haben jetzt schon wieder zu wenig schwarz gefärbten Lehm. Verdammt. Das ist tragisch. Tja, da müssen wir. Sag mal, Powerplay im Lehmbiom. Da gibt es doch auch schwarzen Lehm, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ich bin da jetzt nicht so informiert, aber ich schätze schon. Ja, es gibt auf jeden Fall keinen lila Lehm. Also hier diesen, ne? Diesen blauen, den ich hier verwendet habe. Den gibt es nicht. Das habe ich mich auch nicht gewusst, ob es den gibt. Und dann habe ich mal kurz meinen Kundschafter ausgeschickt. Tim, ne? Und der hat mir gesagt, nee, da ist nichts. Also da gibt es. Okay. Lila gibt es nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, schwarz gibt es. Ja, müssten wir mal auskundschaften. Ja, sonst, wir wollten ja eigentlich, hatten wir ja vor, mal beim Powerplayer was zu zeigen, was der momentan so baut. Und ich glaube, das machen wir auch. Und wenn wir dann noch Zeit haben, wenn wir wiederkommen, dann könnten wir ja theoretisch und auch praktisch nochmal Lehmfarmen gehen. Zu zweit ist es immer besser. Und vielleicht finden wir ja noch schwarzen Lehm. Und mit der Pegasus sind wir echt schnell. Von daher spricht eigentlich nichts Ja. dagegen. Ja, ich verbaue hier noch ein paar Blöcke, die ich noch habe. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal losziehen. Und dann gucken wir uns erstmal an, was du da gebaut hast bei dir. Oder? Ja, Ja. hört sich nach einem Plan an, ne? Denke, das Genau. ist ganz gut. Wenn nicht, dann machen wir die Folgen halt ein paar Sekunden länger. Ich meine, das kennt er ja bei mir. Es wird ja immer gesagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich immer nur für 15 Minuten reicht, aber ich denke, bei meiner Community ist es irgendwie ein bisschen anders. Da werden die langen Folgen eigentlich immer ganz gern geguckt und auch genauso häufig wie die ganz kurzen. Es ist halt nur so irgendwie, dass YouTube, dieser komische Vogel, das bevorzugt, wenn die Videos etwas kürzer sind, aber deshalb werde ich das nicht machen, noch lange nicht. Okay, Freunde. Ja, jetzt können wir hier runter. Das tut auch noch nicht ganz so weh. Ich habe mein ganzes Leben schon wieder verbaut. Powerplay, es geht so schnell und ich will noch so viel anlegen. Ich würde sagen, wir machen uns gleich mal auf zum Quallenkopf. Ich komme mal runter. Ja, ich bin sowieso schon fertig. Was, du bist schon fertig? Ja, war doch keine große Aufgabe. Okay, ja. Oh. Autsch. Ja. Gut, das Signal geht jetzt hier durch. Geht da hoch. Und wie hast du das dann hier übertragen mit der Redstone-Fackel oder wie? Nein, das geht einfach hier so. Ach so. Da einfach, weil hier oben die, genau, von unten geht's ja genau, da kann man das so machen. Genau. Und dann drückt man da drauf und dann funktioniert das. Ja. Aber wir können hier nicht zumachen, oder? Doch. Doch. Also hier, du kannst das hier so rumbauen, dann sieht man das ja nicht Ah mehr. ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also so. So. Genau. Okay, das ist doch Dann ist perfekt. es ja von oben nicht mehr Dann sichtbar. können wir da gleich noch den Cobblestone reinbratzen. Da habe ich auch noch ein paar dabei. Zufällig gerade. Muss man ja immer auf Tasche haben, sowas. So. Ich komme außen rum. Den kloppen mal wieder weg, falls hier Monstronauten irgendwie erscheinen, dann können die da nicht raus. Hahaha. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal von oben an. Ah, wieder in den Bach gefallen, verdammt. Ja, na gut. Ich schau mal. Ich schaue es mir mal von oben an.
Ja, das ist doch cool. Und funktioniert auch, ja? Also ich kann es ja mal ausprobieren. Einmal auf den Knopf. Man muss meistens... Ah ne, einmal reicht sogar. Ja, einmal reicht. Das Wasser ebbt ab und das Wasser kommt wieder raus. Und damit können wir dann die Monstrositäten runterspülen. Ja, das ist cool. Und wenn man natürlich ein geübter Springer ist, dann kann man hier auch immer in die Zwischenräume springen, eventuell. Aber gut, so schlau sind Monster jetzt auch nicht. Ja, genau, die werden dann einfach runtergespült. Und wir wollen ja auch keine Menschen umbringen oder keine anderen Leute hier, sondern höchstens Schlangenzungen-Nick und natürlich die Monster der Nacht. Ja, dann würde ich sagen, lernen wir mal unsere Taschen. Also ich zumindest habe hier eine ganze Menge Krams dabei. Das werde ich auf jeden Fall hier lassen, das schleppe ich nicht mit mir rum. Kann ich denn überhaupt so los? Bin ich überhaupt schick gemacht und so? Muss ich ja gleich mal gucken. Ich glaube schon. Und dann werden wir mal zu Powerplayer reisen und der wird uns da etwas zeigen, was er gebaut hat. Weil er ist natürlich auch nicht ganz untätig, sondern ist immer fleißig da am Bauen, auch bei sich. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es diesmal nichts Unterirdisches, was du gebaut hast, sondern an der Oberfläche, ne? Ja, genau. Ja, man kann ja auch nicht immer unter Wasser leben, das geht ja auch nicht. So. Ja, etwas Abwechslung muss ja auch sein. Etwas Abwechslung muss sein. Okay, die Schilder, die lassen wir mal hier. So, und das nehmen wir auch nicht mit. Eine Fackel brauche ich auch nicht mitnehmen. Na gut, komm, eine Fackel nehme ich mit. Wir brauchen dann noch... Nee, ich habe alles dabei. Wir können los. Wir können direkt los. Okay. Renn einfach vorweg. Du kennst den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. Natürlich. Ja, vielen Dank dafür. Ruckelt das bei dir an dieser Stelle auch immer? Gerade hat es bei mir geruckelt. Ja, genau. Aber das jetzt... ist genau immer an der Stelle hier. Wenn man von hier so ungefähr auf Höhe des Monsterberges ist, da ist irgendein Magnetfeld. Probier's nochmal aus. Also im Moment geht's gerade, aber gerade als ich hier lang gelaufen bin. Wahrscheinlich ist der Schank jetzt geladen. Jetzt ruckelt's bei mir nämlich auch nicht. Alles gut. Oh, naja, gut. Irgendein Magnetfeld. Was höchstwahrscheinlich. Ein Riss im Raumzeitkontinuum. Guck mal, ich kann rückwärts die Treppe runterrennen. Ha. Wow. Unglaublich, wa? Welch talentierter Künstler. Mach das mal im richtigen Leben. Nein, mach das nicht. Versucht es bitte nicht, Leute. Das könnte böse enden. Im Krankenhaus zum Beispiel. Ja. Und da will ja keiner. In der Leichenhalle. Das wollen wir mal nicht hoffen. Und nicht, dass hier dann die Polizei vor der Tür steht und sagt, hier, du hast den Leuten erzählt, sie sollen versuchen, rückwärts eine lange Treppe runter zu rennen. Jetzt sind 3 Leute tot. Dann kann ich auch nur sagen, ja, das ist schlecht. Nee, macht das auf keinen Fall, Leute. Das geht im richtigen Leben nicht. Das geht nur, wenn man ein Bürgermeister oder ein Quallenkopf ist. Ein Unterwasserstadtbesitzer. Hauptsache, da ist jetzt kein Unterwasserstadtbesitzer dabei, der dann hinterher sagt, oh, dann muss es ja bei mir funktionieren. Hallo Ilsebilse, keiner will sie. Kam der Koch, nahm sie doch. Doch, die tanzt, weil sie so nach Käse roch. Wo fahren wir denn am besten lang? Am besten zum alten Hafen, ne? Wir können auch einfach den Zug nehmen sonst. Wir nehmen den Zug, wir nehmen die Bahn. Unsere Bahn in unserer Welt, die hat ja einen schlechten Ruf, aber die Hunsgrabber oder die Dreielmlandbahn, die hat ja einen sehr, sehr guten Ruf, immer pünktlich, weil nämlich immer ein Zug auf einen wartet. Das ist das Tolle. Es wartet immer direkt ein Zug auf den Fahrgast. Oh, hier, Vorsicht, Baustelle. Eingelaufen. Ja, verdammt. Müssen wir mal flicken. Oh, ich bin fast am Verhungern. Aber ich denke mal, beim Powerplayer werden wir bestimmt auf ein leckeres Steak eingeladen. Ich habe mir genau noch eins. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich Steaks habe, aber irgendein anderes Essen bestimmt. Ich habe nichts anderes mit. Ich habe die Brote in die Kiste gelegt und nicht wieder rausgenommen. Soll ich mir noch einen Snack mitnehmen oder hast du was bei dir? Du hast bestimmt, ich habe was bei mir. Okay. Es war keine Steaks, aber siehste? Obwohl Steaks könnte ich machen sonst. Oh, lecker. Frische Steaks. Die Bahn wartet hier auf den Fahrgast und dann braucht man einfach nur reinsteigen und fährt dann los. Ist das nicht genial? Achtung, Kühe. Ja, oh verdammt. Oh, bleib da bloß stehen. Das war knapp. Wir fahren mit der Bahn. Ja, vielleicht sollte ich das mal der Deutschen Bahn vorschlagen, dass die das auch so machen, dass einfach für jeden Fahrgast im Bahnhof eine Lok wartet oder so ein kleines Fahrzeug und dann kann man damit dann losfahren einfach direkt. Ob sich das alles gut regeln lässt bei den Fahrgästen? Es ist auf jeden Fall immer pünktlich, ne? Ja gut, aber wir haben hier natürlich auch viel weniger Verkehr, ne? Ja, und vor allem kein Gegenverkehr. Es gibt ja nur eine Spur, ne? Aber naja. Und unsere Streckennetze sind natürlich auch noch nicht so ganz gut ausgebaut. Das muss man ja auch sagen. Oh ja, stimmt. Da ist noch Potenzial. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
Aber Bocksprung wird dir jetzt gerade verknüpft. Ja, habe ich gesehen, der Dune ist gerade dabei, seine Bahnstrecke zu bauen oder verknüpft das mit ich weiß gar nicht, mit Schlangenstein oder mit dem Hauptnetz. Eben warst du ganz schwarz. Ja, hier ist ein Leuchtturm. Wir sind also hier am Quallenkopf. Ne? Für alle, die das nicht kennen, sind ja einige neue dazugekommen. Das ist die Stadt von Powerplayer. Eine unterirdische, also eine Unterwasserstadt. Im Meer sozusagen. Ich kann mal runtertauchen, dann könnt ihr das mal sehen. Ne? Also der Powerplayer hat die Idee mit den Unterwassertempeln schon viel eher gehabt als Mojang. Ja. Allerdings beherberge ich keine Bossmonster. Naja, man kann ja über dich sagen, was man will. Aber Bossmonster würde ich dich jetzt auch nicht nennen, nein. Ja, ja. Will ich ja wohl hoffen. Oh, und da baut es sich schon auf. Es ist weiß. Es ist vor allen Dingen mal weiß. Heider Dauts. Das weiße Haus. Weiß und grün. Weiß und grün, Heilweise. Ja. Die Scheiben sind grün. Ah, schick. Ist natürlich alles noch im Bau, aber wir haben Erlaubnisse gekriegt, hier zu filmen. Vom Powerplayer. Wir haben Dreherlaubnis sozusagen. Ein Bett habe ich natürlich mit. Das ist sehr vorbildhaft. Vorbildmäßig. Vorbildlich. Ich wollte jetzt gerade ganz schön laute Türglocke. Die kann man nicht überhören. Ja, man braucht ja so ein bisschen Sound. Bei so einem großen Haus muss man das ja auch überall hören. Ist das hier pink oder ist das durch das Licht hier? Nein, das ist weiß. Eins ist Ach, das weiß. Ist durch das Licht? Das ist ja cool. Die sah eben richtig pink aus und ich dachte mir, oh, er hat es von innen pink gemacht. ja, gut. Nein, man weiß ja nie, aber es sieht schön aus, wenn das Licht hier so durchfällt. Ja, ist leider nur noch nicht eingerichtet, aber ja, gut. Aber der Grundriss ist schon mal sehr schick. Ja, das... Mit einem Innenhof, ganz wie in Emeraldien, da hat man ja auch diese Innenhöfe, sehr schön. Mit einem Vielleicht Hund. Sollten wir jetzt erstmal schlafen. Ja, wir schlafen jetzt erstmal. Nicht, dass da deine Dorfbewohner, deine experimentellen Dorfbewohner noch sterben. Meine Testobjekte. Testobjekte sind's ja. Genau. Und ja, hier ist ein bisschen Einrichtung, was zu essen. Eine Küche? Was zu essen? Ja. Kartoffeln. Was gibt's denn? Nüscht. ist gerade nichts da. Was? Wir müssen verhungern. Oh, ein Skelett. Ein Skelett? Da waren wir vorhin nicht schnell genug. Ein Treppenskelett. Ja, wollen wir mal kurz einen Schluck trinken? Moment. Jo, alles gut. Ich habe was getrunken. Natürlich auch mit zweiter Etage. Ah, hervorragend. Und das ist hier der Netherquarz, ne? Sehr wertvoll. Mit aus dem Nether rausgekloppt vom Powerplayer eigenhändig. Hat auch eine ganz schöne Zeit in Anspruch genommen. Kleiner Huster. Schneidest den hinter bitte mal raus. Danke. Natürlich. So, aber was kommt hier? Also, ich bin mir nicht sicher. Also, falls jemand aus der Community noch Einrichtungsvorschläge hat, ich bin total offen. Ich habe total viel Platz und ich brauche noch Einrichtungsvorschläge. Wäre super. Wäre doch eine gute 7-Tage-Hundsgrab-Aktion, oder? Ja, genau. 7 Tage habt ihr Zeit, hier die Bude einzurichten, weil das wäre gar nicht schlecht. Müssen wir uns mal überlegen, ob wir das irgendwann mal starten, oder? Ja. Oder na, also eigentlich wollte ich ja Nico B. damit beauftragen, aber der ist ja jetzt verschwunden. Ja. Und Diamanten habe ich ja im Moment auch nicht, wegen Schlangenzungen, Nick, also von daher. Ja, wir haben keinen Baumeister mehr und der hat sich auch nicht gemeldet, dummerweise. Also er hat anscheinend momentan echt sehr viel um die Ohren. Aber ich denke mal, vielleicht meldet er sich ja nochmal. Also Nico, hier wieder der Aufruf, melde dich doch bitte mal, wir brauchen unseren Baumeister wieder. Okay, hier ist Wasser. Also falls du jemals weiß gefärbten Lehm brauchst, da hätte ich noch ein bisschen. Da hättest du hast auch noch gebrannten Ton. Ja, aber ich würde sagen, wir werden uns direkt mal ins Lehmbiom aufmachen, um da dann in der nächsten Folge das Kram zu holen, oder? Ja, aber vorher hätte ich noch was anderes zu zeigen. Was? Noch was? Ein bisschen was anderes. Oh, ein See, wie schön. Ja, natürlich. Ist ein bisschen weiter entfernt. Ach, das war's nicht, so. Okay. Nee, noch nicht. Ich dachte, aber der See ist auch schön. Du hast den See erfunden. Auch nicht schlecht. Ja, wäre auch mal eine Ist Idee. Ja mal Süßwasser, ne? Und wenn du da aus dem Meer kommst, was ja alles Salzwasser ist, dann kannst du da sozusagen, oh, jetzt habe ich nasse Füße und im Schnee ist natürlich nicht so toll. Dann könntest du da das Salzwasser aus deinen Klamotten spülen. Aus den Eisenklamotten, weil denn die fangen auch an zu rosten von dem Salzwasser. Ja, also normalerweise benutze ich ja nur Diamantklamotten. Ja. Und da eigentlich auch nur Oberkörper und Kopf. Ah ja. Er benutzt nur den Oberkörper und den Kopf. Genau. Weil, ich weiß nicht, irgendwie ja.
komme ich nie dazu, mich anzuziehen. Du bist nicht so der Hosenmensch. Ja, genau. Es ist ja, manche mögen das ja auch gerne, wenn sie so freizügig unten herum sind. Und warum auch nicht, ja. Ja. Ich bin ja hier ganz in Leder. Ich mag Leder sehr gerne. Eigentlich mag ich Wolle noch lieber, aber Wollpullover gibt's ja leider nicht. So, könnt ihr mal gucken, jetzt geht's gleich weiter. Da geht's lang. Wolle ist auch ganz nett. Aber gibt's ja leider nicht. Also zumindest keine Klamotten daraus. Aber vielleicht kommt das ja noch. Es kommt ja jetzt demnächst so vieles, wenn Mojang es endlich hinkriegt. Also Mojang hat es schon hinbekommen. Ja, also Mojang hat es schon hinbekommen. Ja, ja, ja. Aber wir warten ja nur noch auf Optifine. Optifine, seine kleine Schwester. Oh, zu kurz. Ich hätte rennen sollen. Dann wäre das auch, hätte es auch mit dem Sprung geklappt. Bist du denn? Ich bin schon etwas weiter. Du bist ja wie so ein Eichhörnchen hier auf der. Na gut, du machst ja auch immer bekloppte Eichhörnchen. Ich renne einfach mal weiter. Vielleicht ist er hier vorne irgendwo. Wo ist der denn? Da. Jetzt wollte ich dich gerade erschrecken. Ja, super. Ja. Das ist ja in der letzten Folge schon gut gelungen. Oh, da hinten ist was. Ich sehe schon. Okay. Schauen wir uns mal an. Ah, Moment. Ich glaube, jetzt. Ja. Wir schauen mal, was er da gebaut hat, der gute Powerplayer. Hat das was mit Redstone zu tun? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay. Also ja. Ja, weißt du, so als Redstone-Elektriker brauche ich natürlich immer ein bisschen Platz, um mich auch zu verwirklichen und ein bisschen was auszuprobieren. Ja, den hast du ja. Deshalb gibt es diese kleine Festung des Redstone. Eine Festung des Redstone, okay. Genau. Schauen wir mal. Boah, da geht schon weiter Weg hierher. Oh, schaut mal. Ja, okay. Bisschen ausgerüstet und ja. Ich habe hier so ein bisschen ausgetestet, wie das alles funktioniert. Hier wegen den Schienen habe ich auch mal. Ja. Mir fehlen natürlich jetzt die Kolben, wie man so eine Weiche am besten konstruieren kann. Ah, okay, das wäre jetzt eine Weiche, ja? Ja, also hier fehlt jetzt ein Kolben. Hier müsste einer hin und hier. Ja. Fertig. So hier und da. Ja. Und dann könnte man diese Weiche immer hier so umschieben. Ach, okay. Das würde gehen, ja? Also ja, die würde. Die, genau. Ja, stimmt. Gar nicht so schlecht. Dann sollten wir echt mal ein paar Weichen bauen dann demnächst, dass man da auch eventuell noch Abkürzungen einbauen kann. Zumindest, dass man sich zum Beispiel entscheiden kann, dass man nach Bocksprung oder nach Schlangenstein fährt und sowas. Ja, hervorragend. Genau. Die 3M-Landbahn wird sich freuen. Ich denke, wir sollten generell mal unser System etwas aufwerten. Ja. Zum Beispiel, die Post ist ja bei uns relativ langsam. Das stimmt. Und da könnte man natürlich so ein Konstrukt mit so einer Lore und einer Truhe drauf bedienen, ja, die dann automatisch fährt und wenn sie dann angekommen ist, auf so eine Sensorschiene kommt und da dann ein Lichtsignal ausgibt, dass man direkt sieht, wenn man neue Post hat. Das ist cool. Ja, stimmt, das wäre die Hundsgraber-Post ist ja sogar relativ nah dran. Da könnte man das Lichtsignal auf jeden Fall bis zum Postgebäude legen oder sogar die Lore dann einfach bis dahin fahren lassen. Das müssten wir uns mal überlegen. Vielleicht wäre das nochmal so eine Aktion, die wir nochmal zusammen machen könnten demnächst. Dass wir da echt dann so eine Postlore machen, die wir dann überall hinschicken können. Ja, dann könnte man dann natürlich auch so Weichen einbauen, dass man dann eben vorher einstellt, ob das dann Personen- oder Gütertransport ist. Genau. Und dann kann man dann ja alles transportieren, von Nachrichten bis zu Schildern. Ist ein bisschen aufwendiger, aber es ist auf jeden Fall machbar und das ist natürlich gut. Ja, ja. Also hiermit experimentiere ich dann so ein bisschen. Ja, sehr schön. Schönes und, Gelände zum Experimentieren. Ansonsten habe ich hier noch ein vollautomatisches Gatter. Okay. Ist jetzt gerade an einen Tageslichtsensor gebunden. Okay. Aber man kann das natürlich auch anders machen. Ja. So. Also Tageslicht, sobald fällt hier rein und sobald es dunkel wird im Grunde, geht natürlich das Licht aus. Genau. Also das Stromsignal reißt ab und das Gatter geht so zu durch die Pistons hier. Aha, mach nochmal auf. Da oben sind Pistons, okay. Genau. Und dann am Morgen. Jetzt muss ich natürlich noch die andere Verbindung benutzen. In zwei Schnitten. Boah, was für ein Aufwand. Alter Schwede, ganz schön aufwendig. Ja, wenn man es einmal gebaut hat, dann funktioniert es ja. Kann man sich die Technik noch angucken unten, die du da verbaut hast, oder? Ja, unten ist schwierig, aber oben kann man sehen. Okay, kann ich hier hochgehen, ne? Ja. Okay. Weil das interessiert die Leute bestimmt. Ja, das ist recht kompliziert. Ah, ein kleines bisschen.
Also es ist immer eben, die Repeater sind hier verschieden eingestellt, je nachdem, wie schnell das alles passieren soll. Ja. Und, ja. War ein bisschen Feintuning nötig, aber jetzt das funktioniert es eigentlich. Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe sowas schon mal gesehen gehabt irgendwo, aber das war mir zu kompliziert. Also das funktioniert halt auch im Vanilla, ganz normalen Minecraft, ohne irgendwelche Mods und so, funktioniert dieses Stadttor. Ganz großes Lob an dich, ganz toll, wie du das gemacht hast. Sag mal, jetzt gibt's ja demnächst dann bald die Schleimblöcke. Wird es damit dann nicht sogar noch leichter, sowas zu bauen? Das könnte man natürlich auch probieren. Also ich habe mich jetzt mit der 1.8 noch nicht so umfassend befasst. Ja, weil Schleimblöcke ja auch übereinander, also doppelt sozusagen, so ein Doppelsignal ausgeben können, dass es dann halt 2 hochgeht und so. Ja, das könnte man natürlich probieren, das dann noch ein bisschen zu vereinfachen. Ja, und dann könnte man das ja hier zum Beispiel in Hunsgrab oder so auch irgendwo verbauen. Zum Beispiel bei der Dunkelwacht. Der Zordern zum Beispiel wollte ja auch eins haben. Und ja. Also kann man auch in verschiedenen Größen bauen und ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir haben nämlich schon wieder 30 Minuten aufgenommen. Unfassbar. Unfassbar. Und in der nächsten Folge werden wir dann nach Hunsgrab zurückreisen, ins Lehmbiom donnern und da ein bisschen Lehm abbauen. Genau. Also bis morgen, liebe Leute. Gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.